Christen verwirren mich. Vor allem ihre Einstellung zur Bibel. Auf der einen Seite ist das das unfehlbare Wort ihres Gottes und alles, was da drin steht, stimmt. Und auf der anderen Seite halten sie sich an keins der Gesetze. Meist mit der Begründung Jesus. Also Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen, darum sind wir aus dem Bund raus und ein neuer Bund mit Jesus und bla 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 bla. Aber Jesus hat gesagt in Matthäus 5, 17 bis 20, dass die Gesetze bleiben werden. Er hat gesagt, kein einziges Wort der Gesetze wird sich ändern, bis die Welt untergeht. Das heißt also, entweder vertrauen Christen darauf, dass dieser Bund mit Jesus von Jesus nicht so ernst genommen wird und Christen machen dürfen, was sie wollen, oder sie gehen davon aus, dass sich Christen aussuchen dürfen, welche der Gebote sie befolgen wollen, oder sie gehen davon aus, dass die Taten auf der Welt scheißegal sind und man einfach nur an Jesus glauben muss. In dem Fall kann ich dann zusammen mit Hitler im Himmel Pingpong spielen, weil egal ist, was ich mache im Leben, ich kann töten, wen ich will, ich kann anbeten, was ich will, ich kann vergewaltigen, wie ich will. Solange ich auf dem Totenbett zu Jesus bete, komme ich in den Himmel. Also meine Frage an Christen. Macht eure Religion irgendeinen Sinn?